Thomas Anders, begeistert mit seinen neuen und mit seinen alten Hits. Auftritte in Russland und Polen vor Tausenden von Menschen. In diesen Ländern ist Thomas Anders ein Superstar und kann sich kaum noch ohne Bodyguards bewegen. Zu Hause in Koblenz führt er ein ganz normales Leben und genießt das. Koblenz hat für mich so eine Heimeligkeit. Ja? Koblenz ist eine Stadt, die nicht sonderlich groß ist. Es sind ja so 110.000 Einwohner, für mich aber eine überschaubare Größe. Man ist schnell von A nach B, man muss nicht stundenlang in Staus stehen. Die Menschen sind immer nett zu mir im Großen und Ganzen. Ich kenne mich aus, man kennt die Straßen, man kennt im Grunde die Lokale, wo man gerne hingeht. Und das ist einfach ein Stück Heimat. Im polnischen Posen sind an die 5.000 Zuschauer gekommen. Darunter viele Fans. Für mich und meine Tochter ist Thomas einfach nur charmant und perfekt. Deshalb folgen wir ihm und sind immer mit dabei. Wir sind aus Berlin, extra wegen Thomas Anders angereist. Und gestern waren wir in Breslau, war ganz toll. Sherry, Sherry Lady. Viele haben Schlange gestanden, um ganz vorne an den Bühnen ranzukommen. Trotz Minusgraden harren einige sogar draußen aus. Ich bin so glücklich, das ist wunderbar, wenn so große Artist, die Mother Talking und die Liebling Schatzi, Thomas, Anders, komm nach Polen. Sie alle hoffen auf ein Autogramm von ihrem Star. Doch der geht gleich Backstage, wo sich seine Musiker schon einspielen. Die Modern Talking Band. Thomas Anders ist mit vielen von ihnen schon seit Ende der 90er Jahre unterwegs. Trotz Trennung von Dieter Bohlen. Modern Talking ging und geht weiter. Und das vor allem im Ausland. Die Fans lieben die Musik, auch wenn der Künstler sie schon mal in der Kälte stehen lässt. Das Schlimmste, was einem Künstler passieren kann, ist sich zu erkälten. Und ich meine, es fängt gerade an zu schneien und sowas. Ich finde es ja immer wirklich bewundernswert, wenn die draußen stehen. Nur einem Fan kann ich kein Autogramm geben. Dann sind alle anderen tierisch sauer. Und fünf auch nicht. Wenn da irgendwie 60, 70 stehen, das heißt für mich auf jeden Fall mal gut 10 oder 5 Stunden draußen stehen. Und ich meine, wenn da eine Show abgesagt werden muss, das ist doof. Czy Poznań jest gotowy? Przed wami na żywo Thomas Anders i Modern Talking Band! Fast 40 Konzerte hatte Thomas Anders im vergangenen Jahr mit Modern Talking. Die meisten davon in Russland und Polen. In Osteuropa begeistert er sein Publikum seit Ende der 80er Jahre. Modern Talking war die erste westliche Band, die offiziell Platten in der Sowjetunion verkaufen durfte. Für die Menschen ist seine Musik Ausdruck der Zeit des Aufbruchs und der Erneuerung. Thomas Anders, eine Legende. Das war so ein Flächenbrand, würde ich mal sagen, was natürlich toll ist, aber man muss ja ganz klar sehen, dass die Menschen, die damals jenseits des Eisernen Vorhangs lebten, dass das für sie was ganz Tolles war, dass sie westliche Musik hören durften. Fanclubs hat Thomas Anders weltweit. Hier in Posen bereichern sie seine Show mit riesigen Luftballons.
Und ganz klar hat die Führungsspitze in Russland damals sich umgesehen und sagte, wer ist irgendwie in Europa musikmäßig in den Charts und sehr erfolgreich. Und das war zu dem Zeitpunkt Modern Talking. Und die Texte waren jetzt nicht politisch. Also ein Sherry Sherry Lady ist jetzt nicht irgendwie Angriff auf den Sozialismus. Und es ist heute wirklich so, statistisch gesehen, gibt es in jedem russischen Haushalt mindestens ein Album von Modern Talking. Das heißt, allein in Russland gibt es über 80 bis 100 Millionen verkaufte Einheiten. Der Popstar aus Koblenz, Jahrgang 1963, hat es weit gebracht. Davon hätte er früher nicht zu träumen gewagt. Bereits als Grundschüler hatte er unzählige Auftritte in Koblenz vor großem Publikum und auch seine erste Autogrammkarte, damals noch als Bernie. Seinen bürgerlichen Namen Bernd Weidung legte er erst mit seinem Plattenvertrag ab. Ich kann mich immer daran erinnern, ich war noch Dreijähriger, Vierjähriger, immer wenn Verwandtschaft kam, musste ich singen. Und ich musste raus, ich musste immer eben der Verwandtschaft einen neuen Song präsentieren. Das war so meine erste kleine Bühne. Du weinst um ihn und fühlst dich so allein. Entdeckt wurde er bei einem Talentwettbewerb. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte er in der Michael-Schanze-Show mit 18. Damals noch mit deutschen Schlagern. Deine Tränen verschleiern deinen Blick. Klar fängt man mit Deutsch an, weil mit 6 spricht man im Normalfall, wenn man aus Münster-Maifeld-Mürz kommt, nicht fließend Englisch. Und ich wollte es einfach immer. Ich hab mich wirklich dahingezogen gefühlt, auf die Bühne zu singen. Liebe Zuschauer, wir hören jetzt einen jungen Nachwuchssänger, der aus Münster-Maifeld in der Eifel stammt, jetzt Wahl Berliner ist. Es handelt sich um Thomas Anders, der fragt, wovon träumst du denn? Sag mir, wovon träumst du denn in seinen Armen? Doch trotz Plattenvertrag und Fernsehauftritten, der ganz große Durchbruch gelang Thomas Anders mit deutschen Schlagern nicht. Sag mir, wovon träumst du denn? Sag mir die Wahrheit. Kannst du ihn lieben, wenn du mich vergisst? Seinen Plattenvertrag hatte Thomas Anders bereits, als er noch in Koblenz auf das Eichendorf-Gymnasium ging und Musikleistungskurs belegt hatte. Die Zeitschrift Bravo berichtete damals regelmäßig über ihn. Wenn er sich heute mit seinem Schulfreund, dem Fotografen Guido Karp, trifft, erinnern sich beide schmunzelnd an einen besonders peinlichen Artikel. Ich war damals auf der Seite 3 und es stand ganz groß, Thomas Anders hat noch nie ein Girl geküsst. Und das muss man sich vorstellen, an diesem Brett, wo jeder morgens, wie wir hörten, schon einmal wissen will, welcher Unterricht fällt aus, welcher Lehrer ist krank, irgendwas, was sonst noch angenehm ist, Schulhof, gefühlte 900 Schüler und die haben das gelesen. Und ich musste durch diese Gasse hier durchgehen und habe es schon von Weitem gesehen. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Ich habe so überlebt. Und nicht nur das. In den 80er Jahren hatte er angefangen, mit Dieter Bohlen zusammenzuarbeiten. Dem gefiel seine Stimme und er komponierte für ihn deutsche Schlager. Wie »Es geht mir gut heute Nacht«. Aber es hat einfach nicht funktioniert und ich kam irgendwann nur zu Dieter und sagte, ich möchte gerne auch mal was in englischer Sprache ausprobieren. Und das fand er überhaupt nicht irgendwie, das passt nicht und geht nicht. Und dann hat er mich im Studio mal aus einer Laune raus einen englischen Song singen lassen. Und später sagte mir, das hätte ihn insoweit inspiriert, einen englischen Song zu schreiben für mich. Und das war Junge Martin Asso. Und so nahm die unglaubliche Erfolgsgeschichte von Modern Talking ihren Lauf.
You're My Heart, You're My Soul wurde auf Anhieb ein Hit in den deutschen Charts. Das Ausland folgte. Nach der ersten Nummer 1 kam die zweite Nummer 1, kam das Nummer 1 Album, kam die dritte Nummer 1, kam das zweite Nummer 1 Album. Das war natürlich gigantisch und man war in allen Fernsehshows und plötzlich war man interessant für alle Zeitungen. Und dann zog sich das im Grunde durch komplette Altersschichten und auch Gesellschaftsschichten, dass die Leute einen erkannten. Dann natürlich noch ein relativ auffallendes Aussehen trug auch dazu bei. Sherry, Sherry Lady im unvergleichlichen 80er-Jahre-Look. Und You Can Win If You Want, ein Hit nach dem nächsten. Die erfolgreichste deutsche Gruppe, die es je gegeben hat. Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben sie 40 goldene Schallplatten bekommen. Muss man sich mal vorstellen. In einem halben Jahr 40 goldene Schallplatten. Meine Damen und Herren, Modern Talking. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Oh, little weenie, I'm your fool. Come on, teach me the rules. I will send an SOS for love. SWR 1 spielt die alten Hits aus den 80ern noch ab und zu. Musikredakteur Thomas Czeschner sieht die Erfolge von damals heute eher nüchtern. Wenn man vom Sound her in die Zeit gepasst hat, dann konnte man einen Hit landen. Und die Songs, gerade Your Heart, Your Soul, war jetzt nicht super kompliziert. Die Melodie war relativ überschaubar. Und ganz wichtig war der Beat. Man sagt ja bei Dieter Bohlen oder Modern Talking, die Songs wären sich sehr relativ ähnlich. Er hat einfach gesagt, der Hit hat funktioniert, dann mache ich gerade so weiter. Er hat nie versucht, super vielseitig zu sein oder Jazz oder was Ausgefallenes zu machen. Gefühlt es sich nur dran. Wenn Thomas Anders nicht auf Tournee geht, ist er oft im Tonstudio und versucht einiges anders zu machen. Mit dem Komponisten und Produzenten Achim Brochhausen arbeitet er schon lange zusammen. Im Moment bereiten sie Lieder für eine Gala vor. Eine von vielen, die er im Lauf des Jahres in Deutschland geben wird. Thomas Anders hat ein Repertoire von Evergreens, die Achim Brochhausen für das Orchester umschreibt. Aber auch die eigenen Hits werden immer wieder verändert. An Your Heart, Your Soul, ich kann das auf so eine Swing-Geschichte machen. Das spiele nur gerade mal an. Also wir haben also Boss also auf dem 80er. So, also wenn man das so macht. Also, You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Bam, da. Und wenn man es aber nun gerade macht im Rhythmus, dann geht's. Ja. You're my soul. Ja, das geht auch schneller. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with me together. Also da merkt man, das ist immer derselbe Song, aber es ist ein ganz anderer Rhythmus. 5 Nummer 1 Hits hatte Modern Talking in nur 3 Jahren. Und dann das plötzliche Aus. Ach, ich war so happy. Ich war in Amerika und wollte eigentlich mit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich war seit 3 Jahren permanent am Reisen, am Auftreten, am Interviews geben. Man muss sich vorstellen, 1 Jahr lang begleitete uns die Bravo. Also blieb er 3 Jahre in Amerika und startete von hier seine Solo-Karriere. One Thing, eines seiner ersten Lieder, mit dem er allerdings nicht in den Charts landen konnte. Man muss drüben in die angesagten Lokale gehen und man wird eingeladen und wenn man dort nicht hingeht, oder wenn man nicht schnell reagiert auf irgendwelche Anrufbeantwortergeschichten oder sowas, dann ist man raus und dann muss man wieder von vorne anfangen. Also es war nicht meine Welt, um es abzukürzen. Und dann, 11 Jahre nach der Trennung von Modern Talking, das Comeback. Bei der ersten Pressekonferenz fand Dieter Bohlen das einfach nur mega geil. Mega geil, ja. Back on Tour. Hier sind sie wieder zusammen, Modern Talking, Dieter Bohlen, Thomas Anders, 11 Jahre her, You're My Heart, You're My Soul.
Ein neuer Rhythmus und ein Rapper. Die alten Hits neu aufgelegt. Ein Riesenerfolg, aber auch die neuen Songs kamen super an. Es war wieder ein super Erfolg. Sie haben in der zweiten Phase gerade noch mal so viele Platten verkauft wie in der ersten Phase. Also insgesamt ungefähr über 120 Millionen Platten weltweit. Das ist schon gewaltig. Und jeder, das sagt auch Dieter Bohlen selbst, jeder, der sagt, Modern Talking gefällt mir aus den Gründen nicht oder die machen ja nur so oder kopieren sich. Zu jedem sagt er, verkauf du mal 100 Millionen Platten, dann reden wir weiter. Schon im gleichen Jahr kamen sie für das beste Comeback des Jahres zur Bambi-Verleihung. Ich finde sowieso, dass wir eigentlich den Bambi 15 Jahre eher hätten kriegen müssen. Ich war seit 15 Jahren, warten wir da drauf, aber jetzt, was lange währt, wird endlich gut, hat meine Oma immer gesagt. Doch schon damals fingen sie wieder an zu streiten. Wer steht bei der Preisverleihung rechts, wer links? Sie stritten wie ein altes Ehepaar. Während der Bambi-Verleihung war die Welt dann wieder in Ordnung. Vorerst. 5 Jahre später gingen sie dann endgültig auseinander. Gott sei Dank bin ich den Bohlen los und Gott sei Dank kann ich jetzt alleine weitermachen. Das war beim zweiten Mal. Beim ersten Mal war es so, Gott sei Dank, dass ich alles los bin, weil ich einfach meine Ruhe haben will, weil mir alles viel zu viel ist. Und im zweiten Mal einfach, ich kann mich jetzt auf eine Solo-Karriere oder auf mich als Künstler besinnen und muss nicht mit so einem Halbwahnsinnigen irgendwie mein Leben verbringen. Dann schon lieber mit Claudia zusammenleben, seiner zweiten Frau. Ihre Märchenhochzeit hatten sie auf der Stromburg. Da hat sich richtig... Tränen und Klicks. Wegen deinem Vater oder wegen Nein, mir? Wegen dem Gang zum Altar. Ich bin, glaube ich, viel zu schnell gegangen. Mein Vater hat immer gesagt, du wolltest auch schnell Ja sagen. Guck mal hier. Und dein Bruder. Dann antworten auch Sie mir bitte mit Ja. Ja. Ich hatte ihn Gott sei Dank in einer ruhigen Phase kennengelernt. Es war ja vor dem Comeback von Modern Talking. Und ich hatte dadurch die Möglichkeit, ihn wirklich als Mensch kennenzulernen. Und ich glaube, hätte ich ihn später kennengelernt, wäre es schwieriger geworden. Ganz bestimmt sogar. Was er jetzt nicht heißt, dass ich mit dem Comeback von Modern Talking kein Mensch mehr war. Aber es ist schwieriger, weil die täglichen Lebensumstände ganz andere sind, weil zwischen hin und her fliegen und nicht da sein, jemanden kennenzulernen, ist viel, viel schwieriger als in einer Lebenskonstante. Ja? Mittlerweile sind die beiden seit über 10 Jahren glücklich verheiratet. Manchmal sehen sie sich wochenlang nicht und dann gibt es plötzlich wieder das ganz normale Familienleben mit Sohn Alexander. Was ich ganz, ganz toll finde, egal von welchen Reisen er kommt, ob das morgens um 4 oder um 5 ist, er steht mit uns auf, macht auch dann Frühstück und bis der Junge in der Schule ist. Und das sind alles so Sachen, die mit einer unglaublichen Disziplin zu tun haben und das finde ich schon toll. Ansonsten ist das sicherlich nicht so einfach zu regeln. Als Promi muss man eben sein Privatleben schützen. Einmal im Jahr lässt Thomas Anders seine Fans aber ganz nah an sich ran. Am sogenannten Fan Day. Seit den 80er Jahren veranstaltet er ihn und seitdem kommen Fans aus der ganzen Welt, um ihrem Idol einmal ganz nahe zu sein. Viele aus Osteuropa, aber auch aus Spanien, Österreich und Belgien. Danke. Okay, pass auf, hilf mir mal, spann das ein bisschen. Ja, Moment, und hier, das ist der Name. Spasiba. Umarmen. Danach macht sich ihr Idol auf den Weg zur Bühne, wo es stundenlang Programm gibt von Thomas Anders, dem Entertainer. Der Höhepunkt, der Hauptgewinn der Verlosung, ein Abendessen beim Star zu Hause. Gekocht von ihm persönlich.
So wird er dich empfangen. Man kennt ihn halt von der Bühne oder bei Veranstaltungen, jetzt auch wie heute im Rahmen des Fandays, aber mal so den Privatmann mal kennenzulernen, ist auch, glaube ich, mal ganz spannend. Und da freuen Sie sich? Ja, ziemlich. Nein, ich freue mich riesig. Can you hear the snowflakes falling? Und dann das Konzert mit Songs von seiner Weihnachts-CD. Unterstützt wird er dabei von Sohn Alexander. Er spielt den kleinen Thomas Anders, der Weihnachten entgegenfiebert. Christmas time is all around. Christmas time is all around. Wenn er keine Konzerte gibt, nimmt sich Thomas Anders gerne Zeit für den Kinderschutzbund, dessen Schirmherr er ist. Ja, bitte. Klappt ja. Super. Sag mal, ich muss euch mal fragen, wer hat denn schon sein Kostüm für Karneval? Sondern? Als Pippi Langstrumpf. Als was? Als Pippi Langstrumpf. Als Pippi Langstrumpf. Du Pippi. Und als was gehst du? Als Mann. Als Monster! Im Netz für Kinder liest der Popstar den Hortkindern immer mal wieder vor. Er unterstützt Spendenaktionen oder spendet selbst. Der Vorstand vom Kinderschutzbund ist froh über die prominente Unterstützung. Und alles gut gegangen war. Und zu Hause, da würden sie jetzt ganz viel zu erzählen haben. Das war die Geschichte vom Rosenmontag. Wir sind ja jetzt hier im Netz für Kinder. Sie wissen ja, dass Thomas Anders Rotarier ist und der Rotarier-Club Koblenz, in dem er ist, hat ja dieses Netz gegründet. Und die Kinder freuen sich immer, wenn er mal kommt und vorliest. Und das ist natürlich was Besonderes. Und wenn man dann noch mit dem Autogramm nach Hause gehen kann und zeigen kann, er war da, ist das einfach für die Kinder eine schöne Sache. Auf dem Nachhauseweg noch ein schneller Stopp beim Metzger. Denn im Hause Anders schwingt meistens er den Kochlöffel. Was sind das denn für welche? Heute gibt es Roulade mit Speck. Die reichen alle. Wenn der Popstar in Osteuropa unterwegs ist, bummelt er nie mal einfach so durch die Stadt. Warum eigentlich nicht? Natürlich, ich könnte einkaufen gehen, aber dann würde nicht mehr eingekauft. Dann würde es eine Autogrammstunde und dann würde eine Fotosession draus. Und dann in Russland würde dann sofort der Besitzer kommen mit einem Wodka und hier noch was. Also es hat dann nichts mehr mit dem eigentlich zu tun, was ich will. Nahrungsmittel kaufen. Schade eigentlich, denn Thomas Anders ist immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Aber irgendwie ist sein Image in Russland ja auch ganz anders eben. Als Geheimagent in James-Bond-Manier stürmt er durch ein Moskauer Hotel. If you want to then stay with me, stay with me. Das Album Strong, aus dem der Song ist, wurde in Russland produziert und ein Hit. Für die 600.000 verkauften Alben gab es Platin. Zu Hause in Koblenz geht es da schon etwas friedlicher zu. In seinem Backup-Office wickelt seine Frau die Finanzen ab, kümmert sich um die Buchhaltung und das Merchandising der Fanartikel. Und sie plant Veranstaltungen wie den Fan-Day. Um die Berge von Fanpost aus der ganzen Welt kümmert sich auch seine Personal Assistant, Stefanie Schwarze. Schatze, ganz hier, toll. Guck mal. Heute haben sie eine Besprechung mit dem Webmaster. Alle möchten, dass Thomas Fotos schickt, wenn er unterwegs ist und mehr für den Blog schreibt, was ihn interessiert, was ihn bewegt. Doch er ist wenig begeistert. Ist der als Download erhältlich? Auf jeden Fall kannst du dich entsprechend dazu äußern. Also es muss ja nicht zwingend jetzt eine politische Geschichte sein oder halt eben irgendwas, was dich beschäftigt, aufregt, was du gut findest oder nicht gut findest. Und die Leute reagieren entsprechend darauf.
aktueller wie mit Twitter oder eben über diesen YouTube-Kanal kannst du überhaupt nicht sein und kannst du mit keiner Fernsehsendung der Welt erreichen. Die Frage ist doch, wo ist denn das Ende der Fahnenstange? Das entscheidest du. Ja, aber was auf irgendwann kommt zu der Punkt, dann fängt irgendjemand an, noch bescheuerter irgendwas zu machen und man kommt in so einen Sog. Dann wird plötzlich das langweilig. Ach, der zeigt immer nur, wenn er in der Lounge sitzt und der zeigt ja nur, wenn er im Flieger sitzt und also wenn er halt eben mal... Aber da musst du weg von. Früher war das tatsächlich so, weil es eben genau eben nur diese Nerds und diese Bestussten waren, die ins Netz gegangen sind und sich dafür Zeit genommen haben. Heute nicht mehr. Heute differenziert man und man setzt auch Grenzen. Die Fans wollen eben immer wissen, was los ist. Auch mit Uwe Fahrenkrog-Petersen. Mit dem ehemaligen Keyboarder und Komponisten von Nena arbeitet er seit 2 Jahren zusammen. Ihr erster gemeinsamer Song, Gigolo. Klingt natürlich vom Sound her, sie machen auch Dance-Pop, Disco-Pop. Und durch die Stimme von Thomas Anders klingt es natürlich ähnlich wie Modern Talking, ganz klar. In Deutschland gehört das Paar Anders Weidung zur Prominenz und ist ein gern gesehener Gast auf Partys und Events. Ein Girl ganz in Schokolade gekleidet, die Party des Schokoladenproduzenten Lamberts ist in Köln legendär. Ein wildes Partytier ist Thomas Anders nicht. Er freut sich, wenn er Bekannte und Freunde dort trifft. Thomas Anders, der Hobbykoch, lässt sich auch gerne bekochen. So wie vom Gourmetkoch Frank Buchholz. Der Popstar aus Koblenz kann von seinen Erfolgen gut leben. Das meiste Geld hat er mit Modern Talking verdient. Doch trotz seiner großen Erfolge, Thomas Anders stand immer wegen dieser Musik unter Beschuss. Und das vor allem in Deutschland. Doch damit hat er mittlerweile keine Probleme mehr. Er ist zu Recht stolz auf seinen Erfolg. Wenn das ja nicht so begehrt wäre, wenn ja nicht so viele Menschen es hören wollten, dann würde ich ja nicht meine Shows im Ausland geben, dann würde ich ja nicht gebucht. Also deshalb mache ich nicht so viel falsch, sondern ich bin dankbar dafür, dass es das gibt und arbeite auch sehr viel dafür und halte es auch am Leben, weil es ist ein Geschenk, dass man diese Karriere erleben darf. You're my heart. I keep it shining everywhere I go. I'll be holding you forever. Stay with me together. You're my heart. Sing it one more time, y'all.